brauchst du übrigens nicht eingeben, den Weg kenne ich. Den Weg kennst du tatsächlich, ja? Ja. Yep. Ah. Da steht ja doch noch Hoffnung. Ich muss sagen, bei mir hat es auch sehr lange gedauert, bis ich mal ein paar Sachen hier wirklich ohne Navi erfahren kann. Aber mittlerweile geht's ganz gut. Nur noch so exotische Sachen, wo ich sonst nie bin, da brauche ich immer noch ein Navi. Sowas wie Tyranids oder so. Jetzt zeigst du mir sogar noch das Lagerfeuer in deinem Garten. Wie romantisch. Cool, ne? Mhm. Und ich höre eine Boombox. Wo hast du sie versteckt? Ja. Hinterm Stein. Ah, sehr gut. Nicht schlecht. Ja, hier hinten. Ja. Schön. Ja, der passt doch perfekt hier hin. Siehst du mal, ja. Viel besser als ein Klavier. Ja, und der Grill ist oben. Ah, natürlich ist der Grill oben. Sehr schick. Ja, ich bin auch zufrieden. Ja, wir waren gestern übrigens hier. Unten am... Wir sind nicht mehr losgefahren, weil es schon zu spät war. Dann haben wir uns hier hingesetzt. Ja, ist auch echt schön hier. Ja, pass eigentlich auf deine Blümchen auf. Yeah, Bobby Berry Banks. Wer auf meine Blümchen aufpasst? Ja. Gar keiner. Ja, dafür sieht es immer noch ganz gut aus. Naja, ab und zu laufe ich immer mit der Gießkanne lang, ne? Ach, ist das so? Ja, ja. Hab ich dir gar nicht zugetraut. Naja, ich dachte, es ist noch nicht an der Zeit, deine Stellenbeschreibung etwas auszuweiten. Ja, klasse. Ich hab sie heute selber ausgeweitet, ne? Soll mich ja nicht langweilen, wahrscheinlich. Ja, ist ja wie Asta, ja. Alles, was gerade ansteht, das soll ich jetzt machen. Na klasse. Sowas nennt man übrigens Sklave, nicht Assistentin. Ja, ich überlege noch, ob ich irgendwo noch solche Leuchtstäbe hinstellen möchte. Weißt du? Du meinst so Lampen, ja? Ja. Mhm. Also, ich habe sogar bunte Lampen. Aber das Problem mit den bunten Lampen ist, die kannst du nicht sichern, die werden dir sofort geklaut. Okay. Das heißt, ich würde dir die normalen Lampen empfehlen. Da weiß ich allerdings nicht, ob Paletti die so rausgibt, weil das ja eigentlich so ein SD, PD, FD-Ding ist. Aber im Zweifel kannst du da ja mindestens Hawkins fragen. Ghost, naja. Ja, könnte ich ja mal fragen. Er bezahlt mich ja auch nicht, ne? Sind wir ganz ehrlich. Er bezahlt mich nicht. Merkst du dir das mal für irgendwann? Also ich will auch nicht bei der nächsten Besprechung. Nee, wenn ich nicht. Also wenn, dann werde ich ihn, nur ihn das fragen, wenn ich mal ihn alleine sehe oder so, aber. Ich schreib's mir auf. So, fehlt hier noch irgendwas? Naja, Zelt ist jetzt nicht notwendig, finde ich. Lampen haben wir gerade besprochen. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel Auswahl bei Paletti, was so Gartenmöbel angeht. DJ-Pult fällt mir halt, wie gesagt, noch ein, aber das brauchst du nicht. Nee. Eine Lebenspartnerin, ja. Ja, bist doch sonst schon ganz hübsch hier. Ja, ich bin auch viel zufrieden. Spaß. Das ist ein sehr großer Apfel. Viel Spaß damit. Was? Das ist wirklich ein sehr großer Apfel. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Fedo.
Kennst du die alle oder wie? Also, ich bin ganz ehrlich, viel Zeit meines Tages verbringe ich damit, Bounce zu hören, ja. Tatsächlich. Wie viel haben die gesigned? Ich bin ein sehr audiophiler Mensch. Also damals, also letztes Jahr kann man ja eigentlich sagen. Es kann sich ja mittlerweile teilen in letztes Jahr und dieses Jahr. Letztes Jahr waren das, glaube ich, schon so, wenn du alle DJs mit dazu nimmst, so an die 20 Leute. Jetzt haben wir, glaube ich, so 10, 12. Ich frage halt wegen der Playlist, also wie viele verschiedene Lieder, die dort das müssen, warte, ich guck mal kurz, so drüber, das sind 3, 6, immer 8, 25, 50, 75 Songs mindestens. Ich habe, glaube ich, ein paar nicht geliked. Ja, das ist echt ein Riesending gewesen. Es gab damals, also früher war jeden Tag ein neuer Song draußen, jeden Tag. Wird deine auch da abgespielt? 45, ja. 45 Tage, glaube ich, jeden Tag ein Song. Wie viele Songs hast du? 2. Wie sieht es mit 9 aus? Ja, ich hatte schon letztes Jahr einen eingereicht, im Dezember. Dann hat mir das Producing nicht so gut drauf gefallen und danach ist dann leider, also nicht deswegen, aber hat sich dann keiner mehr gemeldet. Jetzt aktuell liegt er wieder bei einem neuen Producer. Jetzt meldet sich der Producer nicht. Also es ist immer ein bisschen kompliziert. Aber der PD-Song ist eigentlich schon fertig und ich arbeite sogar gerade an dem SD-Song. Ich habe mir ja so ein bisschen... Ja, du musst einen DOJ-Song machen. Ich habe mir ja das Thema so ein bisschen gesetzt, dass ich... also, mein ursprünglicher Plan, ja. Ich war ja quasi bei Juicy James Records angestellt, bevor ich irgendeinen anderen Job jemals in dieser Stadt angenommen habe. Das heißt, ganz ursprünglich bin ich eigentlich Sängerin. Ja, das ist eigentlich mein Hauptberuf. Dann war mein Plan, weil erstens kann ich nicht rappen, ja, das heißt, damit falle ich schon mal raus, war mein Plan, dass ich mir irgendwie so einen roten Faden nehme für meine Lieder. Und der Faden sollte sein, dass ich über Departments hier und dann halt später, wenn ich die Departments durch habe, auch noch andere Läden, die halt irgendwie, ne, sehr bekannt sind, Songs mache, so Theme-Songs mäßig. Ja. Und dann wollte ich halt beim MD anfangen. Dann wollte ich 2 Tage Praktikum im MD machen, um einen Song darüber zu schreiben, über die internen Sachen, die man da so erlebt. Guess what? War 12 Wochen da. Durfte nicht gehen. Ja. Oh, der Song gefällt dir, glaube ich, so. Das ist dieser... Ach nee, das ist nicht der. Doch, das ist dieser 80s-Song da. Ja, ich glaube, das ist der, ja. So, das heißt, da sind wir schon mal ein paar... Ja. Da sind wir schon mal ein paar Wochen futsch gegangen. Aber da ist ein wunderbarer MD-Song entstanden. Ich bin sehr stolz auf diesen Song. Ja, dann wollte ich ein Praktikum beim PD machen. Haben sie nö gesagt. Gibt kein Praktikum. Gibt entweder PDler werden wollen, mit Vereidigung dann und so, oder gar nichts. Da meine ich, okay, wisst ihr was? Mach euch trotzdem den Song, aber es wird ein Diss-Track. Ah, okay. Also es ist ein sehr sarkastischer Song geworden. Sag ich so. Und wie gesagt, jetzt schreibe ich aktuell einen SD-Song, weil ich da den passenden Beat für gefunden hatte. Der, glaube ich, sehr gut passt. Ja, und DOJ wäre so oder so das nächste gewesen. Weißt, ja, du könntest eigentlich auf diesem Beat hier, wenn du die Erlaubnis hast von dem Künstler, ja, einen Song machen. Weil ich glaube, der eignet sich total, um darauf was zu singen. Der eignet sich, ja. Das müsste 21 von Quinsley sein, glaube ich. An dich, i7. Das müsste, ja, 21 von Quinsley. Ja, jetzt musst du einen DOJ-Song machen. Ja, wie gesagt, das wäre nach dem SD sowieso dran gewesen, ob ich hier jetzt arbeite oder nicht, weißt du? Ja. Wäre egal gewesen. Das Ding ist, du darfst aber, wenn du Sachen, die du so erfährst, verarbeitest in deinen Songs, ja, darfst du die natürlich hier, das ist schlecht. Ich glaube, du kennst meine Songs wirklich nicht, oder? Doch, du hast einmal mir was vorgesungen, oder? Hab ich? Ach ja, stimmt, hier auf der Hochzeit, ja, bei John und Abi. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich dir vorgesungen habe. Ich glaube, mein Ghostfacer-Song von damals, als ich noch in Texas war. Ich glaube, den habe ich dir vorgespielt. Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja. Es wird auch ständig gefragt, wenn ich sage, ich mache einen PD-Song. Fragt mich immer Frau Cortez, kommt mein Name vor?
Und ich meinte, nein, es werden keine Namen in den Songs erwähnt, sonst fühlen sich andere Leute beleidigt. Und also, es gibt keine Namensnennung in meinen Songs. Es wird verallgemeinert. Und es werden natürlich keine Interne im Sinne von irgendwelchen Fakten dargelegt, sondern so wie ich quasi die Arbeit der entsprechenden Departments auffasse für mich. Es ist ein sehr subjektiver Song. Immer. Ja, okay. Ja. Verstehst du? Ja. Ja. Ja, da freue ich mich ja mal drauf. Ich kann dir das ja mal zeigen. Du musst das ja nicht auf Bounce hören. Ich kann dir das auch vorspielen. Ja. Aber dieser... Wie nennt man das hier? Diese Tonrangfolge, Reihenfolge hier, der Groove oder was auch immer. Mhm. Der passt halt irgendwie, dass man da sehr viel drauf singen könnte. Aber ich bin kein Sänger, ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man es macht. Ne? Man kann entweder erst einen Text schreiben und dann einen Beat zu dem Text suchen. So habe ich das bei meinem allerersten Song gemacht, bei Angekommen. Das war so ein bisschen Theme-Song für Los Santos, sollte das werden. Oder man sucht sich halt einen Beat und versucht dann darauf den Text zu schreiben. So habe ich das bei allen anderen Liedern gemacht. Bin eher so der, ich höre den Beat 30.000 Mal und fange dann an, darauf zu texten, Typ. Und würdest du hier drauf was texten können? Stimmt, ne? Na, es wird schwierig, den Song zu bekommen von Queen Slater, wirklich. Das wird schwierig. Meinst du? Also, am Ende gibt es ja einfach nur eine neue Version mit Gesang drauf. Meinst du, dass die sich da so anstellen? Ich meine, gut, muss man vielleicht über die Das Problem die Kohle ist, reden, ne? Das Archiv von Bounce ist quasi ja jetzt einmal gelöscht mit der neuen Dings und ich habe Quinsley ewig nicht in der Stadt gesehen und fürchte, dass es den nicht mehr gibt. Verstehst, was ich meine? Ja. Wir machen die Musik. Yeah, Bunny. Weißt du, ich komme noch von Zeiten. Ja. Da habe ich im Radio, da habe ich Kassetten einfach. Du hast Kassetten aufgenommen, ja? Aufgenommen. Dann hast du dich immer geärgert, wenn der Moderator dann am Ende reingesprochen hat ins Lied, ja? Ja, das sind noch meine Zeiten. Meine Kinder- und Jugendzeiten. Wie alt warst du nochmal denn, Mann? Ich werde 43. Ach du Scheiße. Du bist ja wirklich alt. Alter, alt, ne? Also, ich bitte dich. Du bist doppelt so alt wie ich. Nein, das stimmt nicht. Denn die Frau, die hat Talent, weiß ganz genau, wie man wichtige Termine lernt. Mein Vater so, man könnte ja rein theoretisch doch dieses Lied einfach per Kassette aufnehmen. Okay. Na klar. Ich guck mal. Wie gesagt, ich muss erstmal die anderen Songs fertig machen hier. Ey, immer. Soll ja auch kein Auftrag sein. Ich mag das Lied, den Sound einfach. Übrigens eins meiner absoluten Favorite Songs. Bist du supportive? Nicht ne Ho, I will even take you home. Hey? Hey, wir müssen dich ganz dringend einpacken und dir was zeigen und so. Jetzt? Kannst du zu uns kommen? Geht das so um 22.15 Uhr? Okay, ja, also da kann ich das aussprechen. Ich bin doppelt so lang. Okay. Oder Nami. Okay. Oder sonst irgendwie von Dynasty, okay? Okay. Mach ich. Nami. Okay. Ciao. Ich hasse verstörende Anrufe. Ich sollte gerade von Freunden eingepackt werden sofort und die wollten mir was zeigen. Ich will aber die Fashion Police nicht verpassen. Es scheint wohl sehr, sehr dringend zu sein. Ich darf auf gar keinen Fall, bis ich jetzt von meinen Freunden das gezeigt bekomme, mit meinem Mann sprechen. Ich bin verwirrt. Herr Blube, ruf mich an. Herr Blube. Du bist hier. Na klar. Hallo. Oh, happy. Ah, vielen Dank. Ich habe selber noch nicht gelesen. Aber trotzdem, vielen Dank. Ja. Ja, danke schön. Vielen Dank für den Anruf.
Happy ist übrigens auch tot. Sie haben auf heute? Okay, ja, ich muss mal schauen. Ich habe jetzt noch Termine, ein paar. Ich weiß nicht, wie lange die gehen. Mal schauen, vielleicht kann ich das noch einrichten, je nachdem, wie spät es wird. Aber danke für die Einladung auf jeden Fall. Und für die Glückwünsche, ja. Ich finde es sehr süß. Alles klar. Schönen Abend dann noch. Ja. Guck, langsam wird's offiziell. Wenn der Bluebell schon höchstpersönlich anruft. Ich muss das mal lesen. Lass mal ins Büro fahren. Lies es lieber nicht. Also ich finde ihn tatsächlich nicht so gut gelungen, muss ich zugeben. Aber ich bin ja kein Journalist, ne? Von daher. So, pass auf. Ich nehme mal hier mein Handy raus. So, also pass auf. Wie gesagt, ich finde den Song relativ gut gelungen, ja? Herzlich willkommen beim MD. Meldest dich zum Dienst. Denkst, es wird ein ruhiger Tag. Nach kurzer Zeit spürst du aber deinen Herzschlag. Wo ist der Notfall? Willkommen bei der 912. Egal ob Verletzung, groß oder klein, wir sind dabei. Und seid ihr beinahe draufgegangen? Das MD flickt euch wieder zusammen. Das Leben anderer über sein eigenes gestellt. Dein Helfersyndrom ist, was dich hier hält. Wird man manchmal auch sehr bedroht. Helfen wir trotzdem jedem in Not. RTW 3 für Leitstelle, Einsatz für Sie. RTW 3, Status 3. Herzlich willkommen beim MD. Und gibt es mal wieder eine Schießerei? Glaub uns, behandeln wir nicht nur die Polizei. Wo ist der Notfall? Willkommen bei der 9-1. So gut. Sehr gut. Ja, danke, danke. DSU-Fahrzeug. Ansonsten der Sheriff und die anderen ja. DSU-Fahrzeuge, die sind schon wieder repariert. Was ist das für ein Glaubensverein? Mein Gott. Keine Ahnung. So, weiß der Murray Bescheid, dass ich einen Termin habe? Nee. Warte. Geh du hoch. Da wollt ihr irgendwas gucken. Aiden? Aiden? Ja. Ich befürchte fast, dass die drei Männer, die da draußen stehen, mit diesen sehr seltsamen bunten Anzügen, gleich zu Herrn John hoch wollen. Wenn einer davon Walsh heißt, haben die einen Termin. Dann musst du die tatsächlich leider hochlassen. Okay. Solange einer Walsh ist. Ja, er Walsh hat einen Termin. Die anderen beiden egal. Genau. Okay. Ich befürchte Schlimmes. Naja, aber danke dir. Ja, gerne. Da fällt mir ja gerade was mit der Fashion Police ein. Ich glaube, das da draußen ist die Fashion Police. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Ich möchte die Clowns, die ich da gerade draußen gesehen habe, das könnte eventuell unsere Fashion Police sein. Ach du Scheiße. Mir gerade so eingefallen. Uriah Raiden. Naja. Oh mein Gott. Quasi. Also, ich habe bisher keine Anweisung bekommen, was ich anzuziehen habe im DOJ. So, CNT, ne? Das wurde sich. Ja, genau.
Und es wurde sich noch nicht beschwert, wie ich mich anziehe. Also von daher ziehen wir an, was wir wollen. Und das ist das, was Harry jetzt sonst halt anhat. Es ist heute sehr warm, 20 Grad. Du kannst wahrscheinlich wieder nicht lesen und Song hören gleichzeitig, ne? Doch, doch, mach. Ich würde einfach weiterspielen. Zwei egale Verletzungen, groß oder klein, wir sind dabei. Und seid ihr beinahe draufgegangen? Das sind die, flickt euch wieder zusammen. Willkommen bei der neuen 1-2, egale Verletzung, groß oder klein, wir sind dabei. Und seid ihr beinahe draufgegangen? Das sind die, flickt euch wieder zusammen. Die setzt sich statt manchmal hilft kein Jammern oder Klagen. Denk an die Nachkontrolle in 2 Tagen. Ja. Da waren so ein paar Insider aus dem MD dabei. Ja. Ja, wie mit der Nachkontrolle und so. Ja, es ist, also Lieder, die auch einen tieferen Hintergrund haben, finde ich im Allgemeinen sehr schön. So. Pass auf. Der nicht veröffentlichte PD-Song. Wie gesagt, der ist noch nicht gemastert, ne? Das klingt an manchen Stellen nur ein bisschen krumm. Was ist er denn? Ja. Hier kommt das PD, D, fühlt euch sicher wie noch nie, nie. Vor uns geht ihr auf die Knie, Knie, denn wir sind hier das PD, D. Gibt es eine Verfolgungsjagd oder werdet ihr verklagt? Dann habt ihr wohl zu viel gewagt. Das geht so nicht. Beinfachen keinen Verbandskasten, könnten euch dafür verknasten. Das ist doch ganz schön belastend. Das geht so nicht. Wieder auf die Streife gehen, trotzdem immer das Gleiche sehen. Ihr werdet das wohl nie verstehen. Das geht so nicht. Da hinten eine Schießerei, kommen wir, ist sie wohl vorbei. Oder es heißt Feuer frei. Das geht so nicht. Hier kommt das PD, die. Fühlt euch sicher wie noch nie. Vor uns geht ihr auf die Knie. Denn wir sind hier das PD, die. Wir sind natürlich nicht bestechlich, das wäre ja auch sehr verächtlich. Warte, ist das ein Donut tatsächlich? Das geht so nicht. Gilt es wieder zu observieren und nach dem großen Fang zu gieren, dann geht es uns auch an die Nieren. Das geht so nicht. Da gab es einen lauten Knall, schon der nächste Autounfall, nicht unsere Schuld, dieser Aufprall. Das geht so nicht. Verfolgen wir auch mal zu Fuß, kennen wir keine Tabus, sagt den Tay seinen lieben Gruß. Das geht so nicht. Hier kommt das PD, die. Fühlt euch sicher wie noch nie. Vor uns geht ihr auf die Knie. Denn wir sind hier das PD, die. Akten schreiben den ganzen Tag, fühlt sich manchmal an wie ein Sarg, das stand so aber nicht im Vertrag. Das geht so nicht. Machst du Bekanntschaft mit dem Detektiv, ging wahrscheinlich einiges schief, nichts Falsches sagen, definitiv. Das geht so nicht. Denkst du, das ist ein freies Land? Wolltest eigentlich kurz zum Strand, Hände hoch und Gesicht zur Wand. Das geht so nicht. Hörst du die Handschellen klicken? Oder muss ich das um die Flicken? Erfreuen wir uns an überraschten Blicken. Das geht so nicht. Ja. Das ist, ich glaube, also sehr gute Fachkunst. Ich muss auch zugeben, ist das schon der veröffentlicht? Nee, leider noch nicht. Der liegt ja beim Producer rum. Ah, das ist der. Ihr habt den auch schon ein paar Bediern vorgespielt.
Meisten mussten auch sehr lachen. Ja. Und ich habe also man hört, dass es ein Diss-Track ist, ja, definitiv. Aber nur, wenn man den nötigen Grips dafür hat, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass Herr Hawkins das ein bisschen entspannter auffasst als Herr Lynch, weil eigentlich sollte der noch unter Herrn Lynch veröffentlicht werden. Da hatte ich ein bisschen Bammel, sage ich ganz ehrlich. Weil da war ich noch beim MD angestellt und so. Und dachte mir, ach Mensch, weiß jetzt nicht, ob der Herr Lynch so viel Spaß versteht, den kannte ich halt nicht. Aber bei Herrn Hawkins bin ich mir da ziemlich sicher. Weißt du, das ist künstlerische Freiheit, ne? Ja, ja, aber trotzdem, ich meine, ne? Kann einem das Leben ja trotzdem schwer machen. The Real Raiden, das ist tatsächlich so. Ja, du solltest halt auf jeden Fall, wenn du dann irgendwann über das DOJ schreibst, da auch keinen Diss-Track machen. Ach, siehst du? Also, was ist denn mit meiner künstlerischen Freiheit gerade passiert, hä? Das, du kannst das, ich sag dir, ja? Du solltest es nicht. Ja. Du kannst es. Na klar. Sollte sich das halt überlegen. Künstlerische Freiheit. Genauso überlegen, ob ich jetzt eine Fashion-Polizei im Speedy integriere. Ja, das ist jetzt aber eine politische Überlegung, nicht wahr? Naja, aber deins wäre auch eine politische Überlegung, oder? Mhm. Ja, wollen wir mal gucken, ja? Vielleicht lobe ich ja nur den Chief Justice und das, die restliche DOJ nicht so. Ja, ja. Finde ich gut. Na, siehst du, das würde wieder gehen, ja. Ich wüsste halt nicht, was du Schlechtes über den Chief Justice sagen könntest, ne? Ja, noch nix. Gibt's da was? Nee, noch nicht. The Re-Raiden, was ich sagen wollte. Es ist tatsächlich so, dass jemand mal ausgereist ist, weil er tatsächlich, hat er auch bei mir im Chat geschrieben, halt sich krank gemeldet hat fürs RP. Aber dann würdest du halt wahrscheinlich am Ende des Tages hier stehen und sagen, wenn man denn war, ich glaube, das ist nicht so das Richtige für mich. Erst wenn ich den Song fertig habe, dann mal. Ja. So. Achso, 22:02. Ich kann dir noch ganz kurz den Beat für den, zumindest den Beat für den SD-Song geben, weil der Song ist noch nicht fertig. Kurz einen Einblick. Müsste das ja sein, wenn es ja geht. Hallo? Na gut. Möchte anscheinend nicht. Wird man eigentlich fürstlich entlohnt als Künstler? Nee. Nee? Also man macht das eher für die Kunst. Eins. Passt zum SD. Das geht ja nur so weiter. Soll das so ein bisschen Country-Song-mäßig werden, haben sie sich gewünscht. Die Real Raiden würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch andere sehr, sehr gute GTA. Das wird dann aber kein Diss-Track. Lucky Five zum Beispiel. Nee, tatsächlich wird das ein netter Song. Weil zwei meiner besten Freunde arbeiten tatsächlich beim SD. Ich glaube, die wären sehr traurig, wenn ich einen Diss-Song draus machen würde. Bin ich ehrlich. Ja. Beim PD hatte ich nur Freunde, die quasi nichts Gutes über das PD gesagt haben und die haben mich nicht zum Praktikum angenommen. Also warum sollte ich einen netten Song über die schreiben? Macht keinen Sinn. Ja. Also ich habe hier so ein bisschen getextet, habe ich ja schon. Na, ich rede hier von Retter in der Not. Na gut. Na gut. Weißt du, viele Sänger verkörpern oder äußern damit ihre Gefühle zu etwas, wenn sie so einen Song schreiben. Naja, mein bester Freund ist vom PD weggegangen, weil er da sehr unzufrieden war und naja. Vielleicht fließt das da ein bisschen mit ein, ja? Ja. Und mir fehlte noch eine Strophe, ja? Dann wurde ich verhört von zwei sehr unfreundlichen Detectives. Einer davon übrigens Herr Castle, ja? Wirklich sehr, sehr unfreundlich. Castle, unfreundlich? Nein, das war nicht Herr Castle. Nein, das war Herr Bullock noch. Ach du Scheiße, das war noch Herr Bullock. Im
Hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass der Castle unfreundlich wäre. Also es war wirklich, wirklich eine sehr unfreundliche Situation. Ja? Ich meine, du hast ja da nicht umsonst ein COCP quasi machen sollen. Und ach, das war die MD-Geschichte auf dem Dach, oder was? Absolut richtig. Ja, das ist das einzige Feuer, was ich bisher hatte. Sonst wurde ich nie irgendwie, hab nicht mal ein Traffic Law. Ja? Tatsächlich die einzige Sache, die bisher passiert ist. Und die war echt, also hat mir echt nicht gut, also ich fand ich scheiße, wie das alles gelaufen ist. Die haben sich nicht mal vorgestellt und so, war wirklich kacke. Und naja, mir fehlte noch eine Strophe für den Song. Da kam diese Detektivstrophe rein. Machst du Bekanntschaft mit dem Detektiv? Ging wahrscheinlich einiges schief, nichts Falsches sagen. Definitiv. Weißt schon. Da kam die Strophe her. Also da fließt tatsächlich auch meine persönliche Erfahrung mit rein, ja. Aber hier sehe ich. Ja gut, so ein bisschen, also sie müssen es auch ein bisschen ironisch nehmen, den Song dann, das SD. Stelle ich gerade fest, wo ich mal den Text nochmal durchgehe. So, die Waffe immer am Anschlag, ein ganz normaler Samstag. Ja. Ja gut, das ist doch. Der Taser bleibt. Der Taser bleibt direkt im Spind, weil sonst nur unnütz Zeit verrinnt. Ja, großartig. Großartig. Ja. Ach. Hm. Das wird ein guter Song, glaube ich. Hier sind die Westen nicht nur zur Deko und ein Besuch im Andy steigert nur das Ego. Frag nach Erfahrungen in den Jahren und sie zeigen dir nur ihren Namen. Hm. Vielleicht wird das doch ironischer, als ich dachte. Scheiße. Ach, was soll's. Gut. Naja. Habe ich anders in Erinnerung. Na egal. Ich glaube, die können damit umgehen. Und der Hawkins, glaube ich, kann damit auch sehr gut umgehen. Ach, ich glaube auch. Hawkins wird neuer Fan, sag ich dir. Für beide Songs. So, aber was ist denn jetzt hier mit den Herrn Ward? Ich habe den vorhin nicht erreicht. Naja, also jetzt ist der Termin eh vorbei. Jetzt kommt gleich Bender. Ja, dann sollen die einen neuen Termin vereinbaren. Ja, das ist nicht erreichbar. Pech gehabt für die Fashion Police. Gut, dann war das da unten offensichtlich doch nicht die Fashion Police. Da haben wir Glück gehabt. Schade. Hätte das echt gern gesehen. Aber wenn das die Fashion Police war, dann ist der Vorsitzende Herr Abbott, oder was? Stand Herr Abbott mit? Naja, die hatten alle solche Anzüge an wie Herr Abbott. Also, das meinst du? Ich ruf mal Herrn Bender jetzt schon hoch, ja? Kriegt ja nichts hier rumzustehen. Herr Bender! Kein Moment. Ich warte. Okay, ich bin gerade im Gerichtssaal, deswegen, ja. Entschuldigung. Achso, du bist im Gerichtssaal noch. Sie könnten... Du? Ja, Friedrich, sind wir. Okay, gut. Wusste ich nicht mehr. Alles gut, Bender, kein Problem. Du könntest ja sonst jetzt hochkommen, wenn du möchtest. Achso, jetzt schon, ja. Ja, ja. Ja, machen wir das schon fix. Dann bis gleich, ciao, ciao. Bis gleich. Natürlich. Ich weiß nicht mehr, wen ich hier dienen soll, wen ich... Bin ich verwirrt. Ja, Markus! Wo soll ich die 20.15 Uhr einpacken? Oh, vor dem DOJ. Vor dem DOJ? Alles klar, kriegen wir hin. Na klar. 22.15 Uhr Punkt daraus. Könntest du bitte nicht von Einpacken reden, wirklich? Das ist unangenehm. Ja, okay, dann mache ich den Kofferraum halt ein bisschen breiter. Nein, sitzt ja auf jeden Fall vorne. Das ist ein Zweisitzer, obviously. Gut. Ja, okay. Ja, bis später. Gut, bis gleich. Ja, ja. Scheint wirklich dringend zu sein. Jetzt hat mich der Zweite angerufen, deswegen. Ich soll es meinen Kofferraum bequem machen. Bin unsicher. Was passiert da? Wer will was von dir? Es sind zwei sehr gute Freunde. Also mach dir keine Sorgen. Ja? Es wird wieder irgendein Quatsch sein. Es verwirrt mich nur, dass ich meinem Mann nichts erzählen soll. Was haben die wieder für einen Quatsch gemacht? Muss irgendwas mit Dynasty zu tun haben dann. Oh nein. Obwohl. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann seitdem nichts gehört habe. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht das neue MD wieder offen ist. Und die mir das Davis zeigen wollen, wie es wieder in strahlenden Lichte strahlt. Aber schon. Sind die dabei, da was zu machen? Sind die dabei, was zu machen? Mit dem Dings? Also nicht mit dem Davis, weil das ist ja einsturzgefährdet. Das wäre wohl zu teuer, das zu renovieren.
Deswegen sind die ja umgezogen ins Spearbox. Aber ein neues MD soll halt aufgemacht werden mit Schulmedizin, ne? Statt Klangschalentherapie. Wunderschönen guten Abend. Ha! Hallo, Bender. Entschuldigung, ich vergesse manchmal, wen ich siezen und wen ich duzen soll. Deswegen rutscht mir das manchmal so raus. Ja, du an. Hallo Friedrich, ich bin Harriet. Hallo Harriet, ich bin Friedrich. Großartig, so. Schön. Herr Bender, geht um Beschluss. Richtig. So, 5 Minuten können wir noch zuhören, dann müssen wir nach draußen. Sie im Judicial Ordner, also in dem Fall. Judicial. Genau. Ja. Haben Sie den? Ich vermeide das Wort auch immer. Ja, irgendwas um Tierwohl oder sowas. Judicial Wort vermeide ich auch immer. Hab das mit Mr. Abbott schon abgesprochen. Der wäre damit einverstanden und ich wollte da, also er hat mir ans Herz gelegt, dass ich das nochmal mit Ihnen abspreche, weil es mein erster Beschluss ist. Was Sie davon halten. So, Beschluss über Tier- und Umweltschutz, Artikel 1 Tierschutz, § 1 Tierhaltung, Tiere müssen ihrer Art und ihren Bedürfnissen entsprechend ernährt, gepflegt und verhaltensgerecht untergebracht sein. Tiere dürfen in ihrer artgemäßen Bewegung nicht so weit eingeschränkt werden, dass ihnen dadurch Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden. Der Halter muss über die Kenntnisse und Fähigkeiten für die in Artikel 1, § 1, Satz 1 genannten Bereiche verfügen. Wir müssen eine Art. Wie wird das geprüft? Also, ob das jetzt irgendeine Stelle überprüft, meinen Sie? Also, sowas wie eine Art, ich sag jetzt mal, Waffenschein für Waffen? Ja, also, wer stellt Verstöße fest? Wie die, oder? Naja, in erster Linie als Exekutivorgan das PD. Geh nochmal ganz fix pinkeln. Oder Leute, die das beobachten und das melden. Zur Anzeige. Oh, ja. Und die melden das dann beim PD. Ja, richtig. Gut. Paragraph 2, Töten von Tieren. Und die Schlachtung von Tieren darf nur erfolgen, wenn sie zuvor ausreichend betäubt wurden und sie kein Leid währenddessen erfahren müssen. Davon ausgenommen sind die Tötungen während der Jagd, die Notfalltötung und die Tötung bei der Schädlingsbekämpfung, solange nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen. Paragraph 3, Wildtiere ist verboten, wildlebende Tiere zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Auch ist es verboten, die Lebensstätte wildlebender Tiere ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. Widerspricht sich das mit der Jagd? Eins weiterlesen, bitte. Ausnahmen stellen das Angeln, die Jagd und eine Genehmigung durch das Department of Justice nach individueller Fallprüfung klar. Okay. Ja. Artikel 2 Umweltschutz. Jeder trägt Sorge dafür, die biologische Vielfalt und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, einschließlich Regenerationsfähigkeit, zu schützen und zu pflegen. Eingriffe in Natur und Landschaft müssen verhältnismäßig und in Form eines gesellschaftlichen Nutzens sein. Eingriffe in Natur und Landschaft müssen verhältnismäßig und in Form eines gesellschaftlichen Nutzens sein. Ja. Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vorrangig zu vermeiden. Bei nicht vermeidbaren erheblichen Beeinträchtigungen sind diese durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren, solange sie nicht den in Artikel 2 Satz 2 genannten gesellschaftlichen Nutzen aufweisen. 2 Satz 2. Eingriff Natur und Landschaft muss verhältnismäßig in Form eines gesellschaftlichen Nutzens sein. Ich will mich kurz entfernen, ja? Ja. Naja, das ist sehr wichtig für dich auch, oder? Ja. So. Ihr habt alle zugehört, sehe ich gerade. Weil ihr von Affen und Sandro redet. Telefon. Ja, irgendjemand hat angerufen. Wahrscheinlich Markus, der schon vor der Tür steht. Das Auto habe ich schon stehen sehen. Aber es ist noch 22.14 Uhr, ja? 22.14 Uhr. Hat er auch nicht an. Sorry. Jetzt ist 22.15 Uhr und in dem Moment sind wir. Wer ist das eigentlich? Aus dem Dings raus. Ja, wir sind pünktlich. Dann kann er was sagen.
Hi. So, was gibt es jetzt so Wichtiges? Ganz wichtige Krisensitzung. Hi. Krisensitzung? Nein, die, warum steckt ihr aus? Krisensitzung? Ich hab Harriet schon drin. Ganz wichtige Krisensitzung. Okay. Fährst du mir nach? Gut. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, gut. Ich weiß, wo ich... Was zum... Was passiert hier? Ja, ja. Naja, mit dir wird abgerechnet. Naja, klar. Ja, ja, so, Kindersicherung einmal rein. Aha. Entschuldigung. Ja. So, ja. Warte, ich ruf mal kurz, ja. Ich wähle schon mal die 91 und für den Fall, dass sowas passiert. Okay. Ist okay, da ist Funkloch, glaube ich. Okay, Funkloch, ja. Da ist ein Störsender drin. Aha. Aha. So, Harriet, was haben Sie denn falsch gemacht in letzter Zeit? Ich habe mich zu wenig mit meinen Freunden getroffen. Ja, das ist, okay. Weiter noch. Vielleicht wem sind Sie böse aufgestoßen? Mein Mann. Ja, das ist vielleicht so eine Option. Mhm. Mhm. Aha. Ja. Aha. Mhm. Wo zum Teufel sind wir? Achso, scheiße. Ist draußen. Ich wollte gerade sagen. Wir gehen die Tür plötzlich auf. Ja, ja. So, Harriet, wir müssen einmal abrechnen, Blatt. Ja, ja. Steht schon? Klar? Was haben Sie falsch gemacht? Weiß nicht. Sag du es mir. Finde nicht gut. Du haben uns vergessen, heute zu gratulieren zu unserem Kauf von deinem Haus. Was? Das ist jetzt euer Haus, oder was? Also, jetzt ein zweites Haus hat, wollt ihr mich verarschen? Nee, das andere ist abgegeben. Achso, habt ihr getauscht, oder was? Das ist auf Mietkauf genommen. Ja, ja. Ich hab das aus Kalzion reingemacht und hab das hier mitgenommen. Was sind wir denn überhaupt? Aha. Nochmal was? Ich hab grad geguckt, wo wir sind. Ja, in der Nähe von euch. Jetzt kannst du auch, wenn du bei uns warst, nach Hause laufen. Ach, das hätte ich auch sonst gemacht. Kein Ding. Ja. Als ich was davon halten soll, dass ihr mich jetzt von der Arbeit tatsächlich auch so besprechen. Also wirklich. Ich dachte, dass es sonst was passiert, Alter. Oh, mein Gott. Hi. Hi. Ich dachte, dass es sonst was passiert, Leute. Ich bin eigentlich noch arbeiten und bin jetzt aus einer Besprechung raus, Mann. Die Schweine. Das hast du doch schon gestanden. Das ist Humor. Das Markus hier versucht hat, mich mit der Waffe zu bedrohen, ist jetzt, ne? Also, weißt du, was er verleiht? Ich hab dich nie bedroht. Ich hab sie nur mal kurz in die Hand genommen und ein bisschen hinter meinem Rücken wieder reingesteckt. Na klar. Ja, schön, dann zeigt mal her, euer Schmuckstück. Ja, ja. Oh, ja, dann geh mal in den Garten. So, jetzt wirst du gleich verstehen, warum Ellie. Warte, Ellie? Warum ich mich absolut verliebt habe. Ja, das ist Mama. Du Heiliger. Ha? Ja, sie sieht ungewohnt, aber echt geil aus. In wirklich. Lila, ich weiß. Da, 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 ta. Oh, und richtige lange Schwimmbahn. Ja, aber ich meine, schaut euch diese Aussicht an. Ich habe mich schockverliebt. Ja, schön. Echt schön. Voll gut. Ja, hier kommt noch der Mini-Jacuzzi hin. Na klar. Paar Stühle. Der beheizte. Ja, nee, warte. Die Stühle hier sind fest. Und weißt du, was das Gute ist an den Stühlen? Nee. Sind fest. Oh, schön. Sind Deluxe-Stühle. Schön, schön. Mhm. Naja, was heißt fest, ne? Also. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Und das Beste ist, wenn ich aufstehe. Ja, nee. Dann werde ich von der Arbeit geholt. Wirklich. Also echt schön die Aussicht. Holy shit. Ja, Ellie, willkommen in unserer Bude. Echt schön die Aussicht. Holy shit. Ganz klar, dass das jetzt wirklich für uns ist. Also, ich meine, wir müssen noch ganz viel Geld abbezahlen, aber. Ach, das geht noch. Zwei Monate ist so. Holy shit, das ist echt schön. Schaut euch. Ja, holy shit, das ist echt schön. Ja, na. Ist quasi, als würde man einmal Observatorium stehen. Ja, das Observatorium ist auch, naja, Sichtweite. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das wird dir noch sehr, sehr oft einfallen. Den Weg darfst du dann wahrscheinlich jeden dritten Tag joggen.
Lass mich raten, ihr habt jetzt auch ein neues Interieur? Ja. Das mir wahrscheinlich bekannt vorkommt? Das kommt dir sehr bekannt vor, genau. Wunderbar. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, Ellie, kennst du das? Welches Interieur? Den Luxus-Lounge. Vielleicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ganz kann modern sein. Und hell und weiß und so. Mehrere Etagen unten. Nach unten im Schlafzimmer, Ankleideraum. Ja, zeig doch einfach mal. Ja. Na. Bitte folgen Sie mir. Folge unauffällig. Hey. Echt schön. Mhm. Hey. Das Haus braucht einen neuen Putz, aber sonst? Ich finde das Rustikale echt gut. Echt schick. Hab ich das da hat was vom aus der Besprechung rausgeholt, Leute. Ich wollte, dass du einer der Ersten bist, die das erfährt. Ist super süß, danke. Warum sollte ich jetzt nicht mit Dynasty drüber sprechen? Naja, weil die dir wahrscheinlich dann... Das ist Leonora ihre Aussage gewesen. Ich habe auch gesagt, das mit Dynasty war zu viel. Das hat sie schon verraten. Ach Gott. Ja, das hat Leonora gesagt. Ich habe nur gesagt... Leute, ich dachte, wirklich, ist irgendwas passiert oder so, Mann. Mein Herz. Ja, mein Geldbeutel ist... Ja. Mal wieder... Ja, ich zahle deinem Paten Dom jetzt wieder Kohle. Das ist passiert. Das Geld kriegt er hier. Ja. Kriegt deines. Nee, aber das ist. Ich weiß. Also die Provision, das ist aber ziemlich gut, die Firma. Der Preis gewesen. Hm. Wie viel denn? Insgesamt? 730. Echt? Hm. Was? Für die Hills? Mit dem Ausblick? Hm. Alter, nicht schlecht. 730.000. Ich hab 22.000 Rabatt bekommen, weil ich's bin. Alter. Und das kostet 2,6? Ja, das ist aber auch Ententeich. Ja, trotzdem. Das ist genauso, das ist noch, naja, luxuriöser als Richmond. Ich meine, für den Preis haben wir definitiv den Teich für uns gekauft, ja. Das ist mir schon klar. Aber ja. Das ist euer privater Badesee. Das ist unser Teich, ja. Nee, du bist auch jetzt hier eingeladen, hier vorbeizukommen, wenn du willst. Und jetzt sind die Hauspartys auch nicht so weit entfernt. 664, sagst du, ja? Mhm. Steh schon. Mhm. Schön. Herzlich willkommen. Ich hätte es bei 666, mein Lieber. Danke. Ich hätte es bei 666 besser gefunden, aber ja, wow, 666. Wow, Markus. Wirklich, wow. Hallo, ich muss doch zu meinem Geburtsrecht hin. Dem Teufel höchstpersönlich. Wow. Was denn? Gibt's hier überhaupt eine 666? Ich glaube nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aus Gründen. Es gibt eine 667, das weiß ich, da hat Dom früher gewohnt. Ja, richtig. Ich kurzfristig. Es gibt eine 665. Aber es gibt keine 666. Aus Gründen. Ach, schade. Das wäre das teuerste Haus gewesen. Markus, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass wir ab und zu mal eine Poolparty bei Dom damals hatten. Ja, ich weiß. Ich weiß auch noch, wie ihr beiden mich, weil ich schlecht drauf war, durch den Garten gejagt hat und mich kitzeln wollte. Und dann festgehalten auf den Boden. Und mich gekitzelt. Schweine. Erinnere ich mich noch dran. Wir sind immer Schweine. Du weißt ja, ich habe die 666 in meinem Herzen tätowiert. Naja, jetzt haben wir das durch. Ist jetzt unseres. Mietvertrag kriegen wir... Kaufvertrag kriegen wir jetzt noch die Tage. Ja. Ihr habt die Schlüssel vor dem Kaufvertrag? Ja. Okay. Nee, okay. Ich denke, das wird aber auch nicht jeder bekommen. Nee, eben. Dinge. Dann tut es mir auf jeden Fall leid, dass ich dich da, naja, rausgeholt habe. Ja, passiert. Ich wusste nur nicht, wie ich erklären soll, warum ich jetzt gehen soll. Die ganz dringende Krise. Hola Raul, du hast angerufen. Die Party hat heute Bahama Mamas. Wir haben spontan die Club übernommen und machen jetzt eine Motto-Party daraus. Yoga und Sport. Yoga und Sport, ja? Die zieht euch um, kommt alle vorbei. Die ganze DOJ, vamos. Vamos, na klar. Ja, ich sag Bescheid, aber ja, si, ja, okay. Claro. Si, Raul. Adios. Ja, ciao. Okay, es gibt jetzt eine Motto-Party offensichtlich in Bahamas. Was? Yoga und Sport ist das neue Motto. Ist es von Finn genehmigt? Naja, Mexikanita, also der meinte jetzt, die haben den Laden übernommen. Ich gehe mal fest davon aus, dass es Finn gut geht, den ich jetzt kurz anrufe. Und frage, ob es ihm gut geht. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich rufe den mal ganz
fix an. Ansonsten hole ich ihn mal kurz in den Laden zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Dir geht's gut, ja? Ich hoffe. Der Motto-Abend ist genehmigt von dir oder wirst du bedroht? Bin, sei ehrlich. Ach, wie kommst du jetzt darauf? Nein! Okay. Also ganz klares Nein, wie kommst du darauf? Gut. Weil ich die Aztecas kenne. Bin. Ja, nein! Ich kaufe dir Tequila. Also die wären blöd, wenn sie das tun würden. Gut. Also Motto Yoga und Sport, ja? Nein, also beziehungsweise lange Geschichte. Wie heißt? Lange Geschichte. Yoga und Sport ist jetzt das neue Motto. Also das nach dem ursprünglichen. Ich habe mir schon ein neues Motto ausgedacht. Sag ihm, dein Arzt kommt gleich nach. Okay. Jetzt, ja? Ja. Es war spontan und ich musste handeln. Ja, ist okay. Also komme ich in Sportler. Na klar, okay, kein Ding. Ja. So, sein Arzt kommt. Dein Arzt kommt noch. Ja, der steht gerade neben mir. Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Ich finde, der muss übrigens auch Sportklamotten tragen, sonst kommt er nicht rein. Sag ihm das ruhig, ja. Gut, sag ich ihm. Ärztliche Anweisung, ja. Absolut. Ärztliche Anweisung. Ja. Machen wir so. Sehr schön. Dann bis gleich, Finn, ja. Ja, dann bis nachher. Ciao. Also, Finn geht's gut. Dienstliche Anweisung vom Barbesitzer. Du musst dich dem Motto anpassen. Yoga und Sport. Ich kann mir mein Arbeitgeber und mir selber vorschreiben, was ich für eine Dienstanweisung habe. Naja, aber du arbeitest in dem Moment ja für Finn. Ich muss mal kurz noch. Sag mal, wie groß bist du Fan von Boxen? Gleich. Hi. Hi. Na, du? Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Schön. Ich wollte dir nur sagen, wenn wir vorhaben, ins Bahamas zu gehen, da gibt es jetzt ein neues Motto für den Abend. Yoga und Sport. Ich muss nur eine Jogginghose anziehen. Sonst bist du schon ausgerüstet, hast du das wieder im Pulli an, ja? Ja. Ja? Ja. Was heißt ja? Ich habe einen ärmellosen Pulli an. Ah, du meinst den Eminem-Pulli, ja? Großartig, sehr gut. Ja, dann werde ich wohl nachher Sportklamotten mitbringen. Ach, ist das heute Motto-Party oder was? Mir wurde gerade spontan mitgeteilt, dass das Motto gerade umentschlossen wurde quasi und es jetzt Yoga und Sport ist. Deswegen wollte ich dir Bescheid sagen. Falls wir denn ins Bahamas. Ach so. Unser DJ verspätet sich leider ein wenig. Bis dahin machen wir eine kleine Yoga-Session auf der Tanzfläche. Ja. Ah ja. Aber ja, können wir machen. Wir sehen uns nachher, ja? Super. Bin quasi immer noch auf Arbeit, also. Ja, dachte ich mir fast. Ich eigentlich auch. Was heißt hier eigentlich? Sagen wir so, ich wurde von meinen Freunden entführt. Ja. Zu einem gewissen Haus. Okay, ja. Ja, die haben mich von der Arbeit entführt, um mir ihr neues Haus zu zeigen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Sollte sogar im Kofferraum mitfahren. Dann wurde ich gefragt, was ich in letzter Zeit eigentlich falsch gemacht habe und wegen ich es mir verscherzt habe. Klasse. Hä? Warum? Ja. Hä? Dann mag es deine Waffe in der, um das aufrechtzuerhalten. Eingepackt werde von meinen Freunden. Okay, wir machen das andersrum. Was denn? Naja, wir packen Marke sein. Wir packen Marke sein, ja? Na klar. Naja, wenn er das mit dir macht, macht er das mit ihm. Naja, also er war ja schon nett, ne? Durfte dann auch vorne sitzen, als ich meinte, ich gehe nicht in den Kofferraum. Aber vielleicht packen wir im Verlauf des Abends noch Marke sein, ja? Ja, mal sehen. Ich mache heute auch nicht so lange. Okay. Freue mich trotzdem, wenn wir uns sehen. Ich mich auch. Dann bis später. Ciao. Ich dich auch. Ciao. Wir packen noch Marke sein, ja? Ei. Hallo. Ich bin absolut überdreht. Sorry schon mal an alle. Macht nichts. Neues Motto. Ja. Spannend.
Sportklamotten? Sportklamotten einziehen. Ich hoffe, du hast mein Jogginghose mit den Motto Sneakern mitgenommen. Motto im Bahamas ist jetzt Sport und Yoga. Okay, so, okay. Und ich müsste einmal zurück zur Arbeit, bitte. Kann ich mich fix umziehen oder? Ja, zieh dich fix. Ach, egal, ich schmeiß mir einfach die Klamotten. Nein, die Klamotten sind eh wahrscheinlich in meinem Kofferraum. Zieh dich um. Bitte. Was für ein Motto? Sport und ich fahr Yoga. Dich. Ja, du sollst dich umziehen. Sport und Yoga. Aha. Wieso hat das Bahamas jetzt so ein Motto? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade, Elli, ob du eine ähnliche Größe haben könntest wie ich. Ähnliche Größe? Ja, dann kann ich dir Sachen von mir leihen, weißt du? Und du das ist eigentlich eine gute Idee, Leonora, sonst muss ich nämlich auch nochmal nach Hause. Und komm, du sagst, dass ich jetzt kein Yoga-Outfit anhab? Nee, definitiv nein. Nicht. Das ist overdressed, sorry, Elli. Damit würde ich kein Yoga machen. Gut, dann einmal zu meinem Auto und dann rein. Perfekt. Ich bin heute komplett overdressed. So eine Scheiße. Oh. Aber gleich ja nicht mehr, Elli. Also ich meine, du siehst wundervoll aus. Danke, danke. Es liegt an der Umgebung, weißt du? Die Umgebung war einfach zu underdressed für dich. Ich merke das schon. Und daher musst du es mal in einer anderen Umgebung einsetzen. So, Sekunde. Sport und Yoga, ich glaube, es sagt hier. So. Gott, verdammt, habt ihr mich gerade erschrocken. Oh Gott. Ah, dieses scheiß Schloss klemmt wirklich, das ist furchtbar. Appala. Oh, ich liebe das Bett, ich werde mich so freuen. Frag einfach nicht, warum sich Max jetzt schon aufs Bett freut, oder? Nein. Weißt du schon, wie du in dieses Bett reinkommst, ja? Ja, natürlich. Gut, gut. Tja, Nils, wir sind halt in der High Society unterwegs. Da haben wir jetzt nur noch diese Luxus-Lounge-Apartments, ja? Wir werden nichts anderes mehr sehen in der Society, in der wir uns aktuell rumtreiben. Träumchen, komm mal her. Ja. Du wirst das Leben. Was? Du wirst das Leben. Könnt ihr bitte nicht zusammen ins Bett gehen, wenn wir hier sind? Danke. Doch, sag die Richtige. Da war was mit KP. Das habe ich nicht vergessen. Wie, was mit KP? Was mit dem Kopfkissen und so? Was mit Kopfkissen? Oh mein Gott. Bei Claire? Und John? Kopfkissen bei Claire? Oh, ach so! Du meinst die Badebodensache, die Bademantelsache. Ach so. Oh mein Gott, das Bett ist ja großartig. Das war was anderes. Großartig, wirklich. Ach, guck mal, ich glaube, ich habe was gefunden. Das passt hervorragend. Perfekt. Mhm. Bedient euch einfach, genau. So. Ich schmeiß die Kleider von meiner Frau nicht überall hin. Ich muss mir einen Schrank aussuchen. Valerie, call on me, Valerie. So, gehe ich jetzt zurück zur Arbeit. Großartig. Ach, das ist hervorragend. So. Martin? Ja? Ich brauche ein Taxi. Du brauchst ein Taxi? Ich muss so zurück zur Arbeit. Großartig. Ja, das ist okay. Du sagst, dir wurden deine Kleider geklaut. Ja, und du wurdest gezwungen, das anzuziehen. Ja, definitiv. Bis gleich, ihr Lieben. Und ja, das heißt wirklich Luxus-Lounge. Es heißt wirklich Luxus-Lounge. Gut. Spannend. Erfahre definitiv spannend, viele neue Dinge. Erfahre viele Dinge. Verstehe mich sehr gut mit Denver, also dem Chief Justice. Das ist ja auch wichtig, wenn man die persönliche Assistentin ist, nicht wahr? Ja. Ich weiß mehr, als du denkst. Du glaub mir... Nee. Einfach nee, Markus.